Was haben Sie denn damals so für Musik gehört? Also Beatles war natürlich das Haupt, der Hauptteil davon und die ganzen anderen britischen Bands, nicht, die also dann im Laufe der nachkamen. Rolling Stones war nicht so mein Ding. Das war, wie gesagt, heute sägt das anders. Heute höre ich also auch die Stones immer noch gerne. Aber die ganzen anderen Bands, die damals kamen, jetzt hier, jetzt fällt mir gerade keiner ein, aber irgendwann plumpst es wieder aus dem Kopf. Manfred Mann zum Beispiel, nicht? Und die Searchers zum Beispiel. Das sind alles Leute, die eben aus dieser Zeit jetzt Liverpool und aus den Arbeitervierteln dann aufgestiegen sind und dann eben ihrer Lebensfreude der Musik Ausdruck gegeben haben. Und für mich war es eben auch eine gute Möglichkeit, eben die englische Sprache doch ein bisschen zu perfektionieren, weil ich also von Anfang an dann auch mir die Mühe gemacht habe, die Songtexte zu übersetzen, was dann zum Schluss natürlich manchmal sehr lustig war, weil die also genauso sinnlos waren wie bei uns dann also auch deutsche Texte. Aber die Musik dazu, die hat alles rausgerissen. Wer brauchte dann noch die Texte, wenn die Musik gut ist? Und Sie haben eben trotzdem auch eben Englisch gelernt damit. Richtig, ja. Das war also dann irgendwie so der Auslöser dafür, dass man sich dann im Englischunterricht ein bisschen mehr angestrengt hat, also als jetzt zum Beispiel bei Handwerken und solchen Sachen daneben. Ne? Das war, also ich muss sagen, ich habe auch zwei sehr gute Englischlehrer gehabt, die also in der Grundschule und in der Oberschule dann nachher ein wirklich gutes Fundament bei mir gelegt haben, mit der Unterstützung eben der entsprechenden Radiosendung. Ich habe also ein riesengroßes Tonarchiv zu Hause mit mitgeschnittenen Sendungen, hauptsächlich Comedy-Sendungen dann später, weil ich also ein großer Fan des britischen schwarzen Humors bin. Und da gab es also regelmäßig Sendungen, die im BFBS dann ausgestrahlt wurden, Direktübertragung aus Theatern, was also heute auch gar nicht mehr so praktiziert wird. So Sachen auch wie Monty Python, die hatten ja auch Radiosendungen gehabt, nicht? Die haben Musiksendungen mit Monty Python gemacht. Also da gab es so viele Sachen. Aber auch beim EFN manchmal, wenn dann irgendein großer Künstler wie Bob Hope zum Beispiel zu den Truppen dann in irgendein Krisengebiet gefahren ist, dann wurden solche Sachen natürlich auch entsprechend über die Netzwerke des EFN verbreitet. Und dann hat man also auch die Leute bewundert, dass die sich dann also als große Künstler eben solche Mühe machen und dann in solche gefährdeten Gebiete fahren, um ihren Leuten eben ein bisschen Unterstützung zu geben.